Wie viele Feuerwehrleute fahren auf einem Löschwagen? 42. Fahrer und Beifahrer sowie 40 Personen für ein Orchester, um das Tatütata zu spielen. Auf der Blockflöte kannst du das auch und es funktioniert so. Wenn du alle Finger auf die Flöte legst, erhältst du den Ton C. Nur der kleine Finger der linken Hand und der rechte Haltedaumen dürfen leider nicht mitspielen. Für die Note C, genauer C1, ist im System mit 5 Linien kein Platz. Deshalb müssen wir für das C1 eine zusätzliche Linie zu Hilfe nehmen. Auf dieser Hilfslinie, unter der ersten Notenlinie, liegt also das C1. Spiele diesen Ton sehr vorsichtig, sonst fängt er an zu quietschen. Nimmst du jetzt den rechten Mittelfinger vom Griffloch, hast du schon das Feuerwehr-F. Blockflötenprofis nennen das Feuerwehr-F übrigens Gabelgriff, weil die Fingerhaltung ein bisschen an eine Gabel erinnert, bei der die längste Zinke nach oben gebogen ist. Du kannst ja ein paar Mal auf das Griffloch zurückbiegen und wieder nach oben. Im Notenbild findest du das F1 im ersten Zwischenraum. Das ist der Raum zwischen den Notenlinien. Zu den abgebildeten Noten könntest du singen Ta, tü, ta, ta, die Feuerwehr ist da. Oder in Geheimsprache Ta, tü, ta, ta, die Deuter, der ist da. Oder du singst die Notennamen. C, F, C, F, C, F, 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 F. Viel Spaß beim Löschen und vielleicht können wir ja bald gemeinsam im Unterricht wie ein Feuerwehrorchester das Tatütata spielen. C, F, C, F, C, F, 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 F.